Als erstes den PWM-Modulator. Wie sieht der aus? Und dazu malen wir den nochmal auf. Das heißt, tatsächlich als Block haben wir den PWM-Modulator hier kennengelernt. Als sozusagen ein Block, der nimmt eine Spannung UC von T, erzeugt jetzt eine Schaltfunktion D von T, ein PWM-Signal am Ausgang. Das macht der PWM-Modulator und ich möchte den jetzt ersetzen durch ein Modell an dieser Stelle. Das heißt, was ich eigentlich möchte ist, ich möchte jetzt mir überlegen, wie komme ich zu einem Block, der am Eingang den Mittelwert der Spannung UC von T aufnimmt und am Ausgang ein mittleres Tastverhältnis D von T erzeugt. Tatsächlich schauen wir uns mal die Verläufe zunächst an. Wie sieht der PWM-Modulator aus? Im Analogen haben wir hier den Komparator, wo wir sozusagen hier das Steuersignal UC von T vergleichen mit einer Referenzspannung UR von T, die jetzt aber hier eine dreieckförmige Spannung ist. Und hier dieses Steuersignal wäre konstant. Das heißt, wenn wir das aufmalen, dann haben wir einerseits dieses dreieckförmige Signal UR von T. Das gibt unsere Frequenz vor, beziehungsweise die Periodendauer, die wir haben werden. Und dann haben wir tatsächlich unser langsam veränderliches Signal UC von T, das Steuersignal. Ich mache das mal hier ein, so als Linie, das könnte sich irgendwie so langsam verändern. Das sei UC von T. Das ist ein kontinuierliches Signal, das ist ja der Ausgang meines Regelverstärkers. Und tatsächlich, wenn wir das vergleichen, sehen wir hier an dem Komparator immer dann, wenn der Momentanwert UC von T größer ist als der Momentanwert UR von T, habe ich hier eine positive Differenzspannung, kriege also einen High-Pegel am Ausgang. Und wenn an der Stelle UR von T mit seinem Momentanwert größer ist als UC von T, kriege ich einen Low-Pegel. Ich werde es jetzt so abkürzen, dass wir sagen, ein High-Pegel entspricht einem Wert 1 und ein Low-Pegel einem Wert 0. Das heißt, tatsächlich werde ich hier bis hier in den Pegel 1 kriegen, danach bis zum Ablauf der Periode den Wert 0. Hier ist dann wieder UC größer als UT und ich kriege dann hier an der Stelle wieder den Wert 0 und das Spielchen wiederholt sich dann sozusagen hier periodisch an der Stelle. Und dann habe ich hier diese Schaltfunktion D von T. Und die Schaltfunktion D von T ist jetzt ein PWM-Signal, das zwischen den Werten 0 und 1 variiert. Und das sozusagen eine Information über das Tastverhältnis trägt. Und tatsächlich, wir hatten bisher in der Leistungselektronik immer mit so konstanten Tastverhältnis gerechnet. Was ist das Tastverhältnis? Das Tastverhältnis ist ja nichts anderes als der Mittelwert hier drüber. Das heißt, tatsächlich könnte ich hier einen Mittelwert einzeichnen. Probieren wir es mal so. Hier einen Mittelwert. Was ist dieser Mittelwert? Das ist gerade das Signal D' von T. Das heißt, tatsächlich könnte ich mir jetzt überlegen, hier diese Schaltfunktion hat als gleitenden Mittelwert dieses Signal D' von T. Das wird jetzt erzeugt über UC und UR. Und jetzt überlegen wir mal, wie der Zusammenhang ist. Tatsächlich, die Schaltfunktion variiert bloß zwischen 0 und 1. Das heißt, dieser Mittelwert kann auch bloß zwischen 0 und 1 variieren. Ist ja tatsächlich mein Tastverhältnis. Dieser Mittelwert ist das Tastverhältnis, mit dem wir bisher in der Leistungselektronik gerechnet haben. Jetzt überlegen wir mal, okay, wann kriegen wir das Tastverhältnis 1, wenn UC gleich dem Maximalwert dieser dreieckförmigen Spannung ist. Nennen wir das UR Max. Dann werde ich hier ein Tastverhältnis von 1 kriegen. Umgekehrt, wenn ich an der Stelle UC von T gleich 0 habe, werde ich ein Tastverhältnis von 0 kriegen und dazwischen wird es sich linear verändern. Das heißt, tatsächlich gilt, D Mittel von T ist das Verhältnis von UC von T durch UR Max. Wenn UC von T gleich an der Stelle UR Max ist, kriege ich D Mittel gleich 1, bis UC von T gleich 0, kriege ich ein Mittel von 0. Und das wird sich jetzt auch nicht ändern, wenn ich hier diese gleitenden Mittelwerte benutze, weil tatsächlich hier UC von T wird so langsam veränderlich sein als Signal am Reglerausgang, dass dort der gleitende Mittelwert in etwa übereinstimmt mit dem eigentlichen Signal UC von T. Das heißt, tatsächlich haben wir UC von T, das im Schaltmodell fast identische Signal zu dem gemittelten Signal.
Und dann können wir sagen, ja, was ist das hier? Das hier ist eine Beziehung, ein proportionaler Zusammenhang. Ich habe eigentlich für den PWM-Block ein P-Element. Das heißt, durch die gleitende Mittelwertbildung wird der nichtlineare Block der Pulsweitenmodulation zu einem linearen Block, einem P-Element mit der Proportionalitätsverstärkung 1 durch UR Max, diesem Scheitelwert dieses sägezahnförmigen oder dreieckförmigen Trägersignals. Und da sehen wir schon sozusagen unser erster Block hier oben, den wir dort drin hatten, haben wir jetzt schon allein durch die Mittelwertbildung linearisiert, wenn wir zu diesem Mittelwertmodell übergehen. Können wir den einfach ersetzen in unserem Mittelwertmodell. Beim zweiten wird es ein bisschen komplizierter. Da müssen wir erstmal die Zeitinvarianz, die Zeitvarianz auflösen durch die Mittelwertbildung und dann durch die Linearisierung kommen wir erst zum linearen Modell. Schauen wir uns das zweite an. Das ist dann hier der eigentliche DC-DC-Wandler. Jetzt gucken wir uns an, was passiert, wenn wir Schalter linearisieren. Jetzt machen wir sozusagen, oder wenn wir Schalter durch Mittelwertmodelle ersetzen. Tatsächlich müssen wir nämlich nicht den ganzen DC-DC-Wandler an dieser Stelle sozusagen ersetzen, sondern eigentlich bloß die nichtlinearen Elemente. Das sind die Schalter, die wir dort haben. Und da wollen wir uns mal angucken, wie sieht das an der Stelle aus. Wir haben eigentlich bei allen unseren Schaltungen jeweils eine Diode und einen Schalter. Das heißt, wenn wir nochmal in das LT-Spice-Modell reingehen, sehe ich hier, ich habe hier den Schalter, dort die Diode und das sind die einzigen nichtlinearen Elemente, die geschaltet sind. Ich habe hier am Ausgang normales Netzwerk, das heißt, wenn ich hier eine Spannungsquelle zum Beispiel hätte oder hier eine Spannungsquelle, dort eine Stromquelle, wie auch immer, könnte ich hier einfach ein Modell angeben. Ich muss eigentlich bloß diese Elemente loswerden. Und dann schauen wir uns an, wie machen wir das? Wie sieht das jetzt aus mit den Mittelwertbeziehungen, die wir bei diesen Elementen haben? Das heißt, tatsächlich haben wir Folgendes. Wir haben zum Beispiel einen Schalter hier. Der hat eine gewisse Schalterspannung und einen Schalterstrom. Das wären jetzt zeitlich veränderliche Größen. Bei unserem ursprünglichen DC-DC-Wandler wäre es jetzt so, dass jetzt hier an der Stelle die Spannung 0 ist, wenn er eingeschaltet ist, und an der Stelle der Strom sozusagen maximal ist, wenn er eingeschaltet ist. Das heißt, wir haben eigentlich kennengelernt bei den typischen DC-DC-Wandlern, wir haben immer so trapezförmige Stromverläufe. Vielleicht erinnern wir uns. Ja, das heißt, wenn ich jetzt sage, IS von T, ich male es mal auf, hat so einen trapezförmigen Verlauf während der Einschaltzeit, T ein, so trapezförmig, und das wiederholt sich dann periodisch. Das wäre der eigentliche Schalterstrom. Das gleiche bei der Diode. Bei der Diode kann ich auch sagen, dort gibt es eine Spannung und es gibt dort einen Strom, ID. Im Normalfall wird es jetzt so sein, ich könnte jetzt entweder hier den Strom einzeichnen, ID von T, dann hätte ich hier auch wieder so ein Trapez für die zweite Hälfte dieser Periode, oder ich betrachte hier an der Stelle die Spannung. Tatsächlich ist es so, Achtung, kleiner warnender Hinweis, ich muss bei einem Element die Spannung nehmen, bei dem anderen den Strom. Ich darf nicht beide durch Spannung modellieren oder beide durch Ströme, sonst kriegen Sie nachher eine Ersatzschaltung, die ein überbestimmtes Gleichungssystem hat, wo eine Gleichung 0 gleich 0 drin ist. Das ist ziemlich doof zum Lösen, ja, weil die für alle Werte lösbar ist. Das heißt, tatsächlich nehmen wir hier bei der Diode die Spannung. Und tatsächlich, wie wird die Spannung aussehen? Bei der Diode, bei unseren einzelnen DC-DC-Wandlern, wird die Diode immer dann sperren, wenn der Schalter leitet und umgekehrt. Das heißt, wir werden eine Sperrspannung haben, die größer als 0 ist. Während der Einschaltphase, wenn ich das hier runter verlängere, des Schalters, wird die Diode hier sperren, irgendeinen Maximalwert haben, UD Max, und dann, wenn es eine ideale Diode ist, 0 Volt haben, während der Phase, wo die Diode leitet, und das wäre dann der Verlauf UD von T. Und jetzt ist die Idee tatsächlich, ich rechne jetzt mit den Mittelwerten. Ich kann hier wieder einen Mittelwert einzeichnen. Das hier wäre der Mittelwert, diese gestrichelte Linie zum Beispiel, des Schalterstroms IS.
IS-Mittel von T. Und das hier wäre die Spannung UD-Mittel von T. Und jetzt ist die Idee bei dieser Mittelwertmodellierung, ich ersetze den Schalter und die Diode durch Quellen, die dasselbe Klemmverhalten haben. Und zwar sage ich hier oben, zum Beispiel, ich ersetze den Schalter durch eine Stromquelle an dieser Stelle mit dem Wert IS-Mittel. Wobei IS-Mittel jetzt eine Funktion sein wird des mittleren Tastverhältnisses. Gucken wir uns gleich an. Umgekehrt werde ich die Diode ersetzen durch eine Spannungsquelle hier an der Stelle. Und zwar eine Spannungsquelle mit dem Wert UD-Mittel, die ebenfalls eine Funktion des Tastverhältnisses ist. Das ist die gesamte Idee bei dieser Mittelwertmodellierung. Ich versuche sozusagen die schaltenden Elemente durch Bauelemente zu ersetzen, die nicht mehr diese schaltfrequente Welligkeit aufweisen. Das heißt, ich ersetze es einfach durch eine Quelle, die diesen Verlauf hat. Ich akzeptiere, dass diese Verläufe zeitlich veränderlich sein werden, über das Tastverhältnis gesteuert. Aber ich werde sozusagen hier die hochfrequente Welligkeit rausmodellieren. Schauen wir uns das an beim Tiefsetzsteller, wie das dann aussieht. Das heißt, wenn wir den Tiefsetzsteller betrachten, dann haben wir an dieser Stelle eigentlich folgende Schaltung. Ich habe hier irgendwo diesen Schalter, dann die Diode. Im Eingangskreis, dort liegt die Spannung UE an. Ich habe dann hier die Induktivität. Und wir haben dann hier an der Stelle Kapazität und einen Lastwiderstand am Ausgang. Und jetzt wollen wir hier uns anschauen, wie können wir hier Schalterstrom und Schalterspannung bestimmen. Das heißt, tatsächlich interessiert mich jetzt, wie ist der Strom IS? Und wie ist die Spannung UD als Zeitfunktion in diesem ursprünglichen Modell? Und da erinnern wir uns hoffentlich noch dran, dass wir hier einen Zusammenhang haben mit dem Stromverlauf IL in der Induktivität. Das heißt, tatsächlich könnten wir jetzt hier sagen, der Schalter wird immer dann den Strom führen, wenn er eingeschaltet ist. Das heißt, wenn hier unser Steuersignal D von T kommt, wird der Schalter den Strom IL führen. Und man kann das mathematisch eigentlich ausdrücken, IS von T ist D von T mal IL von T. Was bedeutet das? Wir erinnern uns an Signale und Systeme. Wir gehen noch kurz zurück. D von T ist so ein periodischer Verlauf, eigentlich so eine periodische Rechteckfunktion. Die hat eine Ausblendeigenschaft. Das heißt, immer dann, wenn die 0 ist, wird sie den Zeitverlauf ausblenden. Dann, wenn sie 1 ist, kriegen wir sozusagen den originalen Zeitverlauf. Und jetzt ist es tatsächlich so, der Stromverlauf in der Induktivität wird ja sozusagen durch diese Schaltfunktion jetzt ausgeblendet zu dem Stromverlauf in dem Schalter bei dem Tiefsetzsteller. Das heißt, multipliziere ich D von T mit IL von T, kriege ich genau diesen Verlauf, den ich hier in dem Diagramm dargestellt habe. Und das sagt jetzt sozusagen hier bloß diese Gleichung, IS von T ist gleich D von T mal IL von T. Und jetzt kommt der Schritt, Achtung, Mittelwertbildung. Gemittelte Werte gilt jetzt, IS-Mittel ist ungefähr D-Mittel mal IL-Mittel. Das gilt nur ungefähr, es ist tatsächlich nicht ganz korrekt. Ich müsste eigentlich das Integral tatsächlich über das Produkt auswerten von diesem gleitenden Mittelwert, um das auszurechnen. In der Praxis führt das aber fast auf dasselbe Ergebnis. Und für die Spannung an der Diode kann man das Ähnliches ableiten. Ich habe dort UD von T, was D von T mal UE von T ist. Tatsächlich können Sie sich so vorstellen, ist hier der Schalter geschlossen. Dann werde ich an der Diode gerade die Spannung UE von T kriegen. Wenn der Schalter geöffnet ist, kriege ich eine Spannung von 0. Und kann ich also auch sagen, sozusagen diese Schaltfunktion blendet die Eingangsspannung aus. Und dann haben wir hier an der Stelle UD entspricht ungefähr D mal UE. Und das ist der ganze Trick dieser Schaltungsmittelwertbildung. Jetzt kann ich ein Ersatzschaltbild aufstellen für die Mittelwerte. Das heißt, wenn ich jetzt von diesem Modell hier oben mir das Mittelwertmodell anschauen will,
muss ich nur Schalter und Diode durch diese Elemente ersetzen. Was ist das hier? Das hier ist eine gesteuerte Stromquelle und das hier ist eine gesteuerte Spannungsquelle. Tatsächlich haben wir hier sozusagen einmal einen Strom im Schaltkreis IL, hier einmal eine Spannung und wir haben hier diese Steuervariable D Mittel von T. Das ist eigentlich das Steuersignal, das auf diesen Schalter geht und damit ist es eine gesteuerte Quelle. Sowas kennen Sie schon. Wir haben schon mal nichtlineare Elemente ersetzt durch so Modelle gesteuerte Quellen. Transistor. Und ich mache hier sozusagen Folgendes. Ich ersetze ein Schalternetzwerk durch zwei gesteuerte Quellen. Und das können wir jetzt aufmalen für den Tiefsetzsteller. Der Schalter wird zu einer Stromquelle. Ich habe also hier den Strom IS Mittel. Der ist D mal IL Mittel. Ich habe an der Stelle eine Spannungsquelle D Mittel mal UE. Das ist eigentlich die Spannung UD Mittel. Und dann haben wir hier die Induktivität. Weiterhin den Kondensator und den Lastwiderstand. Und letztlich habe ich jetzt ein Modell, das an dieser Stelle alle Größen beschreibt, ohne dass wir hier weiterhin einen Schalter hätten. Und ich habe jetzt hier sozusagen die Steuervariable D Mittel. Die steuert diese beiden Quellen und wenn Sie dieses Modell jetzt hier an der Stelle in LT-Spice reinhauen, können Sie damit den Regler dimensionieren. Das schauen wir uns auch an. Und zwar habe ich das jetzt hier mal dargestellt. In LT-Spice ist es relativ einfach. Hier links ist unsere bekannte Schaltung. Das heißt, hier links habe ich weiterhin den DC-DC-Wandler, wie vorher auch. Und hier rechts habe ich jetzt gesteuerte Quellen eingeführt. Den Schalter ersetzt durch eine Stromquelle, die Diode ersetzt durch eine gesteuerte Spannungsquelle und die werden jetzt von demselben Steuersignal hier sozusagen angesteuert, was vorher auf meinen PWM-Modulator geht. Das heißt, das hier ist an der Stelle das gesamte Modell, was wir gemittelt haben. Und jetzt wollen wir uns mal angucken, wie sehen jetzt diese beiden Ausgangsspannungen zum Beispiel bei demselben Sprung des Steuersignals hier aus. Und dann werden wir sehen, damit können wir dann arbeiten. Das heißt, ich kann jetzt hier an der Stelle das laufen lassen, die Simulation. Vergleichen jetzt die Verläufe, sehen wir, der blaue Verlauf ist jetzt hier das Mittelwertmodell auf der rechten Seite und der rote Verlauf ist das geschaltete Modell. Und tatsächlich sehen wir hier, ich habe sozusagen eine sehr gute Übereinstimmung, aber dieser hochfrequente Ripple ist weg. Ich kann also hier jetzt ein Modell benutzen, was an der Stelle nicht mehr den Schaltvorgang hat, nicht mehr den PWM-Modulator, nur noch mit gesteuerten Quellen arbeitet. Und der Riesentrick ist jetzt, ich kann das benutzen, um zum Beispiel das Bode-Diagramm auszumessen und damit die Übertragungsfunktion mir zu bestimmen. Wollen wir das mal schnell machen? Das heißt, ich lösche einfach mal schnell alles. Zack. Ich lösche das auf der rechten Seite, weil ich kann mit dem nichts anfangen. Und ersetze jetzt mein Steuersignal durch eine AC-Quelle. Wobei, Achtung, ich muss jetzt einen DC-Wert einfügen. Jetzt wichtig, LT-Spice führt eine Linearisierung durch um einen Arbeitspunkt. Die Modelle, die wir haben, sind nicht linear vom Arbeitspunkt abhängig. Ich hoffe, wir erinnern uns an die Regelungstechnik-Vorlesung. Man linearisiert um einen Arbeitspunkt, um eine Ruhelage. Und den muss ich jetzt natürlich als DC-Wert vorgeben. Das heißt, wenn ich jetzt die AC-Analyse durchführe, muss ich mit diesem DC-Wert sozusagen das Tastverhältnis in meiner Ruhelage vorgeben. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, 0,5 ist das eigentliche Tastverhältnis, 50% muss ich einen DC-Wert von 0,5 vorgeben, damit die Schaltung um diesen Wert linearisiert werden kann. Und dann kann ich um diesen Wert herum meine AC-Analyse durchführen und damit tatsächlich das Bode-Diagramm dieser Schaltung ermitteln. Das heißt, das habe ich jetzt hier gemacht und werden Sie dann auch im Praktikum machen.
Ich werde jetzt also hier das Steuersignal durch eine AC-Quelle ersetzen, aber mit DC-Anteil. Den DC-Anteil brauche ich für den Arbeitspunkt, damit es richtig linearisiert wird. Und den AC-Anteil haben wir jetzt, um an dieser Stelle die, diesen Frequenzgang als Bode-Diagramm auszumessen. Und jetzt kann ich hier was machen, was Sie vorher bei dem Modell nicht können. Ich kann hier jetzt einfach eine AC-Analyse durchführen, sagen wir mal von 10 Hertz bis 1 Megahertz und hier vorne 100 Punkte pro Dekade. Und jetzt können Sie es laufen lassen. Oh, ist ja auch noch die richtige Simulation starten können. Es laufen lassen und tatsächlich kriegen Sie jetzt automatisch Bodendiagramm, Amplitude und Phase dieses T-Sitzers. Achtung, das können Sie gar nicht simulieren mit dem anderen Modell. Geht nicht. Weil der nicht weiß, wie er diesen PWM-Modulator und die Schalter linearisieren muss. Und das ist jetzt vollkommen ausreichend, um hiermit einen Regler zu dimensionieren. Mehr brauchen Sie nicht. Das heißt, wenn ich das habe, dieses Bode-Diagramm hier, kann ich einen Regler dimensionieren, alle Methoden, die Sie kennengelernt haben. Das heißt, Sie können diese Reglerauslegung mit dem Bode-Diagramm machen, könnten hier einen PI-Regler, einen PID-Regler anschauen. Wie muss ich hier das Loop-Shaping machen, damit ich ein stabiles System kriege, ausreichende Phasenreserve habe, ausreichende Amplitude-Reserve und bin dann fertig mit der Reglerauslegung. Und das ist jetzt der Schlüssel, der hinter diesem Modell steckt. Tatsächlich wollen wir uns noch kurz angucken, wie man das auch modellieren kann, zum Beispiel in MATLAB. Wie sieht das aus in MATLAB? Da gucken wir kurz ins Skript rein. Da haben wir Blockschaltbilder kennengelernt. Und tatsächlich, wenn Sie es in MATLAB modellieren wollten, könnten Sie dieses Modell nehmen, das Mittelwertmodell mit den Strom- und Spannungsquellen und das in ein Blockschaltbild umformen. Das heißt, tatsächlich haben wir gesagt, wir machen ein Mittelwertmodell, ersetzen D durch D', die Eingangsspannung durch die gemittelte Eingangsspannung und die Ausgangsspannung dadurch. Dann kommen wir zu diesem Mittelwertmodell mit gesteuerten Quellen. Und das könnten Sie jetzt hier, wenn Sie die Gleichungen aufstellen, umformen in ein Blockschaltbild. Zum Beispiel haben wir hier eine Maschengleichung. Das gibt eine Summationsstelle. Und zwar die Spannung D' mal UE' muss dasselbe sein, muss minus UA Mittel sein, die Spannung an der Induktivität. Gehen wir nochmal kurz zurück ins Modell. Sie sich das angucken. Wenn ich jetzt hier das einzeichne, sehen wir die Spannung UL in meinem Mittelwertmodell ist gerade die Spannung D-Mittel mal UE-Mittel minus UA-Mittel. Das ist einfach bloß diese Masche. Und da haben wir kennengelernt, zu sowas kann ich ein Blockschaltbild aufstellen. Ich brauche dafür in Simulink hier sozusagen eine Subtraktionsstelle, muss die Signale zu dieser Subtraktionsstelle hinführen. Jetzt habe ich hier tatsächlich, Achtung, eine Multiplikation von D-Mittel mal UE-Mittel und das verursacht jetzt die Nichtlinearität in diesem Modell. Das sind eigentlich zwei Zeitfunktionen, die miteinander multipliziert werden. Dafür brauche ich einen Multiplizierer. Das heißt, wenn wir nochmal in das Skript gucken, brauche ich dafür einen Multiplizierer als nichtlineares Element. Habe dann hier die Masche, wo ich sozusagen hier an der Stelle D-Mittel mal UE-Mittel habe, davon ziehe ich ab minus UA-Mittel und tatsächlich der Rest, der hier rauskommt, ist dann die restliche Schaltungsmodellierung. Ich habe dann hier nochmal eine Summationsstelle für den Knoten. Aus der Spannung an der Induktivität kriegen Sie durch Integration den Strom. Das heißt, wir erinnern uns vielleicht hier, UL ist L DIL nach DT und wenn ich das jetzt umstelle, um IL rauszukriegen, haben wir hier IL ist 1 durch L mal das Integral über UL. Auch das kann ich als Block darstellen. Das ist ein Integrator multipliziert mit 1 durch L, das hier den Strom, die Spannung UL nimmt und daraus den Strom IL-Mittel erzeugt. Dieser Strom jetzt in unserem Ersatzschaltbild teilt sich auf in den Strom durch die Kapazität und den Strom in den Widerstand. Wir können sagen, an dem Widerstand gilt das ohmsche Gesetz, das heißt die Spannung geteilt durch den Widerstandswert ergibt den Strom IR-Mittel und
Der Differenzstrom ist der Strom IC Mittel, wird integriert und erzeugt die Spannung UC Mittel. Und so können Sie das auch in MATLAB Simulink als Modell aufstellen. Tatsächlich auch hier, Achtung, Sie müssen es dann noch linearisieren, um dort rauszukriegen. Aber Sie könnten dann auch in MATLAB einen Regler modellieren und dann in Simulink an dieser Stelle hier genauso Ihren Regler auslegen. Oder in Scilab oder in welchem Tool auch immer Sie benutzen.